Hallöchen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück in den Schatten von Hongkong hier im Grundkurs Gaming. Ich bin Jin, gelernter Shadowland BBS-Gänger und ja, da haben wir uns beim letzten Mal umgesehen, haben uns einen Haufen Kneti abgeholt. Wir haben jetzt 5373 Nuyen, haben also 2050 Nuyen dazu bekommen beim letzten Mal. Nice. Dann verkaufen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Informationen an Maximum Law heißt er und vielleicht auch noch einen Zauberspruch an Crafty. Und heute schauen wir uns aber erstmal um hier im Schiff, reden ein bisschen mit unserem Team. Vielleicht fangen wir mit Gaichu einfach an. Auf den habe ich jetzt irgendwie gerade Bock. Die Tür ist zu. Ah, okay, da ist er. Und wir schauen natürlich mal direkt in seine Kiste. Da sind ja immer ganz interessante Dinge drin. Du schaust also über die Kiste von Erinnerungsstücken und entdeckst ein paar vorher unbemerkte Gegenstände, die sich in der Nähe der Oberfläche, also der Oberflächenschicht von Gaichus Unordnung und ja, Kinkerlitzchen befinden. Ein paar Chopsticks und mit weiß verfärbten Spitzen und eine herausgerissene Seite aus einem Buch, die in japanischer Handschrift gefüllt ist. So, wir schauen uns mal die Chopsticks an, ne? Also es sind so eine Essstäbchen, so eine asiatischen. Die Essstäbchen sind ziemlich einfach gehalten, schwarz lackiert, offensichtlich billig und eine billige Massenware. Was auch immer, welchen Grund Gaichu hat, sie aufzuheben, es ist nicht ihr Alter oder ihre Qualität. Als du einen näheren Blick auf die Essstäbchen wirfst, wird es offensichtlich, dass sie ja schon sehr oft benutzt wurden. Der Lack in der Nähe der Spitzen ist ja schon abgebröckelt und ja, also er pellt sich langsam ab und enthüllt das Holz darunter. Das Holz selbst ist in einem dunklen Braun verfärbt und ist mit etwas verkrustet. Ja, fragen mal, warum hast du denn diese Stäbchen hier behalten? Gaichu bricht in ein unerwartetes Lachen aus, lässt beinahe sein Schwert fallen, als er sich vorne überbeugt, als er sich krümmt, ne, vor Lachen. Er bringt es fertig, nach einer langen Weile ein Satz hervorzustoßen zwischen seinem Lachen. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass die in der Box waren. Er nimmt ein paar tiefe Atemzüge und fasst sich selbst wieder. Sein Schwert hebend widmet er sich wieder seinen Übungen. Sag mir, hast du jemals von Tetsuya Nakamura gehört? Wir können sagen, ist das jemand wichtig? Oder wir können sagen, oh, da klingen es bei mir überhaupt nicht. Wir fragen mal, ob das jemand Wichtiges ist. Er war ein Mitglied von Shiawases oberen Management-Etagen für viele Jahre und hat die meisten von Shiawase Envirotechs Landwirtschaftsentwicklungsprojekten geleitet. Ein sehr heller Stern in der Konzernwelt. Er ist 2052 gestorben und diese Chopsticks waren es, womit ich ihn getötet habe. Okay, cool. Und wir können jetzt sagen, was? Stäbchen? Wirklich? Oder wir können fragen, wäre es nicht einfacher gewesen, ein Schwert zu benutzen? Ja, wir fragen mal, wäre es nicht einfacher gewesen, ein Schwert zu benutzen? Was ist los? Und Gaichu sagt, ja, aber mit einer Waffe in die Nähe dieses Mannes zu gelangen, wäre unmöglich gewesen. Seine Bodyguards waren sehr kompetent und sehr aufmerksam. Und es ist nur mehreren Monaten von Planung zu verdanken, dass wir in der Lage waren, einen Moment zu arrangieren, in dem wir in seine Nähe gelangen konnten. Improvisation ist oft nötig, wenn man sich in schwierigen Situationen befindet. Ja, das hat Goppet uns ja auch schon verraten, ne? Wir hatten Nakamuras Zeitplan akribisch studiert, speziell seine zweimal im Monat stattfindenden Trips nach Neo-Tokyo.
in Osaka. Achso, in Osaka hätte Shiawases Anwesenheit oder Präsenz einen Anschlagsversuch auf ihn praktisch unmöglich gemacht. In Neo-Tokyo jedoch, indem wir seine Bewegungsmuster studiert haben, haben wir herausgefunden, dass er in einem speziellen französischen Restaurant in Ginza essen würde, auf jeder zweiten Reise, die er unternahm, und ganz genau um 8.30 Uhr abends. Es hatte den Anschein, dass er eine heimliche Geliebte hatte, die in Roppongi lebte und, einen heimlichen Geliebten, okay, und er hat ihn während seiner Geschäftsreisen besucht. Dank seiner Geheimhaltung würde er den, hat er den Bodyguards immer die Nacht freigegeben, wenn die beiden sich getroffen haben. Das in Frage stehende Restaurant war berühmt für seine molekulare Gastronomie und die Präzision ihrer Küchenchefs, also ihrer Köche. Und das, und damit habe ich noch nicht mal die Aussicht, oder ganz zu schweigen, von der Aussicht vom 38. Stockwerk aus. Wir haben es geschafft, eine Reservierung in der Nähe von Nakamuras üblichen Tisch zu erhalten, aber nur für zwei von uns. Es wurde entschieden, dass Sasaki und ich das Paar sein würden, das Nakamura töten würde. Ishida und Aomori würden eine Etage weiter unten warten und Takagawa würde uns von einem nahegelegenen Wolkenkratzer aus überwachen. Wir haben kleine Pistolen mit einer hohen Durchschlagskraft bei uns getragen, sowohl wie auch Kampfmesser. Und wir hatten angenommen, dass es einfach werden würde. Okay. Wir können jetzt fragen, und was ist denn schiefgegangen? Oder hört sich nach einem guten Plan an? Ja, was ist denn schiefgegangen? Erzähl mal. Als ich mich erhoben habe, um meine Pistole zu ziehen und auf Nakamura zu richten, hat sein Geliebter irgendwie gewusst, was passieren würde. Er hat gekreischt und ist in Flammen aufgegangen. Wir haben hinterher festgestellt, dass er ein sehr mächtiger Magier war, aber wir hatten das während unserer Beobachtung nicht festgestellt. Irgendwie hat er es fertiggebracht, eine Barriere über die beiden zu werfen, die meine Kugeln abgelenkt hat. Als ich mein Messer zog, wurde es glühend heiß und ich war gezwungen, es fallen zu lassen. Klar, ne? Metall? Da gibt es auch einen Spruch, mit dem man Metall schön heiß machen kann. Sasaki hat ihn in einen Willenswettkampf verstrickt. Und ich bin mir nicht sicher, wie diese Art von Magie funktioniert, aber ich konnte seine Barriere nicht durchbrechen. Sie konnte seine Barriere nicht durchbrechen. Sie war zu beschäftigt, den Blitzen auszuweichen, die er geworfen hat. Und da die Flammen das Feuersystem getriggert hatten, also ausgelöst hatten, es war nicht ganz einfach. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Nakamura ist davongerannt und ich habe ihn verfolgt. Er hatte eine kleine Holdout-Pistole, eine PB-120 oder irgendetwas in der Richtung. Und ich habe die nächste Waffe gegriffen, die ich finden konnte. Gaichu gestikuliert mit der Schwertspitze in deine Richtung. Diese Stäbchen. Ich habe sie seinen Hirnansatz hochgerammt und durch die Luftröhre und er ist gestorben, ohne einen
ohne ein Geräusch zu machen. Nicht, dass ich das gehört hätte bei dem ganzen Lärm, den Aomoris Maschinengewehr verursacht hat, als er ein Stockwerk weiter unten rumgeballert hat. Anscheinend hatte man den Bodyguards nicht wirklich freigegeben, sondern sie waren immer noch in der Nähe. Okay, und wie seid ihr da rausgekommen? Oder was mit Nakamuras Liebhaber passiert? Ja, wie seid ihr rausgekommen? Nachdem die Fenster rausgeplatzt waren, haben wir uns an der Seite des Gebäudes abgeseilt und sind in der Nacht verschwunden. Es war nicht der sauberste Job, aber er war ist einem im Gedächtnis geblieben. Ich erinnere mich immer noch an den Geruch, an den Geruch Ozon und Bechamelsoße vermixt mit Cordit, also Schießpulver, ne? Und Wolf Clicquot. Das ist super. Ja, dann schauen wir uns doch mal die Buchseite an. Mal sehen, was er da für eine coole Geschichte zu erzählen hat. Die Seite ist alt und eine hochstilisierte Kalligrafie ist handschriftlich dort drauf. Der Stil ist so kunstfertig, dass die Schrift tatsächlich unleserlich wird. Okay. Und wir können jetzt sagen, dieser Seite fehlt ein Buch, Gaichu. Gaichu nickt zustimmend und macht einen Schritt nach vorne, um einen schrägen Schnitt durch die Luft vor sich zu vollführen. Ja, aber die Seite ist alles, was ich aus dem Buch wollte. Und er zitiert, ich schaue mich um von dem wolkenlosen Berg bei Mondlicht auf das Meer. Seine Inseln sind so viele Risse. Ich hätte das als Riss übersetzt. Ja, also es ist tatsächlich ein Riss. Ich weiß nicht, was es sonst noch sein kann. In dem Kontext. Ja, wir sagen einfach mal, es wäre ein Riss. Ja, seine Inseln sind so viele Risse in einer Oberfläche von in einer Eisdecke. Ja, ich hatte hier erst Rice gelesen. Ja, wäre natürlich auch lustig. Eine Reisdecke. Gaichu dreht sich auf seiner Ferse und stößt die Spitze seines Schwertes in die Dunkelheit des Raumes. Der Poet Saigyo, er war der Meister darin, einen Eindruck von Einsamkeit und Leere zu vermitteln. Und ich habe das Gedicht schon immer als etwas empfunden, das wiedergibt, was ich in mir selbst fühle. Okay, und wir können jetzt fragen, ja, bist du die Berge oder die Inseln? Oder wie das? Ja, bist du die Berge oder die Inseln? Fragen wir mal. Oft fühlt es sich so an, als wenn ich in eine Eiskugel eingeschlossen wäre und durch die Leere dieses Lebens treiben würde. Kalt und einsam. Die Momente, die ich mit denen teilen kann, die mir wirklich etwas bedeutet haben. Brechen durch diesen Frost durch und oder durch diese Eishülle und lassen mich hinausschreien, dass ich nicht alleine bin. Okay, cool. Schon ein bisschen gruselig, Gaichu. Aber ist okay. Du bist ein cool roter Samurai, du hattest kein einfaches Leben. Was hast du mir sonst noch zu erzählen, Gaichu? Vielleicht wollen wir ein bisschen über den letzten Job quatschen oder so. Die Kabine ist ruhig, abgesehen von dem ab und zu auftretenden Swish von Luft, also das Rauschen von Luft, ne, wenn man sie durchtrennt. Wenn Gaichu als Gaichu durch seine Schwertformen sich arbeitet, er
hält jede Position für ein paar Sekunden und übt einen vorgegebenen Schlag ein paar Male, bevor er auf den nächsten zum nächsten übergeht. Hallo Sparks. Eine einzelne Schweißperle rollt Gaichus Schläfe hinunter, als er seine Position hält. Nach ein paar Momenten geht er in eine entspannte Körperhaltung über und beginnt die Form nochmal von vorne. Vergib mir dafür, dass ich meine Übungen fortsetze. Ich denke, dass ich das in letzter Zeit ein bisschen habe gehen lassen. Okay. Und wir fragen mal, ja, hörst du auch irgendwann mal auf zu trainieren oder machst du dir Sorgen darüber, dass du rostig wirst, also einrostest? Das fragen wir mal. Nein, das ist es nicht. Ich wünsche eher zu lernen, wie ich meine verbesserte Stärke und Geschwindigkeit optimal einsetzen kann. Um das zu tun, muss ich sicherstellen, dass meine Blindheit mich nicht behindert. Perfektion ist eine Reise, nicht ein Ziel. Gaichu hebt sein Schwert und bietet es dir mit der Klinge zuerst an. Siehst du diese Klinge? Sie ist von einem der besten Schwertschmiede im modernen Japan gefertigt. Diamantüberzogene Klinge, in der Lage, sogar durch die härtesten Keramikpanzerungen durchzuschlagen. Aber welchen Nutzen hat eine geschärfte Klinge, ohne die Präzision sie anzuwenden? Ja, gute Frage. Als ich noch ein Mensch war, konnte ich durch eine einzelne Erbse, konnte ich mit geschlossenen Augen eine einzelne Erbse halbieren. Merkwürdigerweise, nachdem ich jetzt blind geworden bin, kann ich diese Tat nicht wiederholen. Er streicht mit der Rückseite einer Klaue entlang der Oberfläche der Klinge und lächelt dabei dünn. Ich denke, bald werde ich in der Lage sein, diese Leistung zu wiederholen. Ich muss einfach nur meinen Körper darauf trainieren, die Sinne zu ignorieren, die er nicht länger hat, und mehr Aufmerksamkeit und den neuen Sinn mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Also, worüber würdest du gern diskutieren? Ja, hast du irgendwelche Gedanken über den letzten Run vielleicht? Oder wir können fragen, ja, war es eigentlich schwierig, zu kämpfen zu lernen, während du blind warst? Oder, ja, ne? Oder erzähl mir davon, als deine alte Einheit dich in einen Hinterhalt gelockt hat. Aha. Ja, erzähl mir doch mal was über den letzten Run. Eine merkwürdige Angelegenheit. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt, um die Natur der Mumien zu studieren, die wir in den Katakomben gefunden haben, da mir nicht klar war, welcher Geist oder welches paranormale Phänomen ihre Anwesenheit erklären könnte. Gebundene Geister, eine Abart des HMHVB, vielleicht etwas, also der metamenschliche vampirische Virus, ist das? Vielleicht etwas komplett anderes. Die Art und Weise ist mir nicht bewusst. Ich würde auch sehr gerne wissen, wie das Schmuckstück, also dieser kleine Talisman der Mumie, entstanden ist. Es könnte sehr gut sein, dass wir eine neue Art der Unsterblichkeit oder eine Art des spirituellen Daseins gefunden haben. Seine Essenz in einem Objekt zu speichern, was für ein Konzept. Ja, ein uraltes Konzept, ne? Seine Lebensenergie in einem Objekt zu speichern. Solch eine Gelegenheit ist eine, die in Tiefe ergründet werden sollte. Ja, leider hatten wir keine Zeit dazu. Gibt es sonst noch etwas, was ich für dich tun kann? Ja, war es eigentlich schwierig, kämpfen zu lernen, während du blind warst? Es ist nicht das Einfachste, das ich jemals versucht habe.
aber es ist auch nicht das Schwierigste. Er legt sein Schwert zu einer Seite und dreht sich um, um dir ja direkt von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen. Lehre ist Form, ist eine der großen Lektionen von des Hagakure. Trainiere ausreichend und sowohl die Schwertkampfkunst als auch Gehorsam werden instinktiv sein oder in dir verankert sein. Das ist das ein Mann der Perfektion kommen kann. Ja, und wir sagen jetzt, ja, ich lege nicht viel Wert darauf, gehorsam zu sein. Oder wir fragen, bedeutet das, dass in einer perfekten Welt du dich selbst getötet hättest, als du infiziert worden bist? Na, gute Frage. Falls eine Anweisung ungerecht oder närrisch sein sollte, dann sollte sie nicht befolgt werden. Einen fähigen Krieger zu verschwenden, wie sie es getan hätten, indem sie mich getötet hatten, ist inakzeptabel. Gehorsam ohne Nachdenken muss kultiviert werden, also ja, muss bestärkt werden, aber genauso muss die moralische Festigkeit gestärkt werden, zu wissen, wann man widersprechen muss. Als ich neu in der Einheit war, dachte ich, ein guter Samurai zu sein, wäre das ultimative Ziel. Das zu gerecht zu dienen mit der Hingabe wäre die größte Ehre, die ein Krieger haben könnte. Wir waren damals alle jung und närrisch, vermute ich. So, und wir sagen jetzt, oder wir können sagen, es gibt wahrscheinlich einen Ort für diese Art von Gehorsam irgendwo. Oder diese Art von Ideologie dient nur den Mächtigen. Oder wir können sagen, ja, was hat denn deine Geisteshaltung dazu geändert? Abgesehen von meiner Krankheit, fragt er. Es gab einen Kampf in Fukuoka. Mein damaliges Team hat mich in einen Hinterhalt gelockt und es hatte einen einzigartigen Effekt auf meine Weltansicht. Uns wurde beigebracht, dass wir allen überlegen waren. Und da wir pure Menschen waren, also reine Menschen und Japaner, würden wir immer gewinnen. Ich glaube, dass die meisten die Richtigkeit dieser Behauptung niemals in Frage stellen, sogar wenn sie mit einem direkten Beweis für das Gegenteil konfrontiert werden. Okay? Dann erzähl uns doch mal, wie deine alte Einheit dich in einen Hinterhalt gelockt hat. Nun gut. Gaichu zieht seine Nägel über seine Kopfhaut und seufzt. Meine Zeit in Fukuoka war sehr angespannt. Seitdem ich Kai Hanshin verlassen habe, war ich sehr vorsichtig oder sehr darauf bedacht, mich außerhalb der Sicht zu halten, also mich abgetaucht zu bleiben, indem ich mich zu Fuß bewegt habe oder hinten in oder an der Rückseite von automatisierten Lieferbands. Mir ging das Essen aus, mir ging jedoch das Essen aus und ich musste dafür in einer Stadt sein. Fukuoka ist nicht groß genug, um sich darin zu verlaufen, aber so groß, dass eine Ghoul-Sichtung vielleicht unbemerkt bleiben könnte. Ich habe mich in verlassenen Gebäuden versteckt und in Abwassersystem. 2 Wochen lang habe ich es geschafft, unbemerkt zu bleiben. Die Anstrengung,
die dadurch entstand, dass ich konstant in Bewegung bleiben musste, hat mich jedoch ja, mürbe gemacht und ich habe einen Fehler begangen. Okay, was passiert? Ich musste aus Japan herauskommen, aber alle meine Kontakte in Fukuoka sind mit leeren Händen zurückgekommen, als ich sie nach einem Weg nach China gefragt hatte. Mir ging das Geld aus und ich konnte fühlen, wie das Team zu mir aufschloss. Ein Kontakt von mir in Kumamoto hat mir noch einen Gefallen geschuldet und ich habe eine Überfahrt für mich arrangiert, wenn ich die Stadt innerhalb von 48 Stunden erreichen könnte. Okay. Gaichu schließt seine Augen und legt sein Gesicht in eine Handfläche